kommen. Denn Klingensturm ist ordentlicher Schaden. Und deswegen knocken wir mal kurz das Sengo mit einer Psychokinese aus. Und tschüss. Gut. Das Tropius bekommt jetzt auch nochmal ordentlich Schaden. Ein Blanas! Ja, das ist kein Problem. Wobei, doch, das ist ein Problem. Blanas hat einen Unlichttyp mit drin. Wenn ich mich nicht irre. Ach, und du überlebst. Warum machst du sowas, Tropius? Kannst du nichts anderes als Windstoß oder so? Ach, einen Volltreffer kannst du natürlich. Hast du toll gemacht. So, Rückkehr auf Blanas. Und du machst mal das Tropius weg. War klar. Wahrscheinlich auf Psyana. Natürlich. Natürlich. Und tschüss. Oh, hey, guter Schaden. Ich bin begeistert und Tropius kann anscheinend wirklich nichts anderes als den Windstoß. So. Jetzt erstmal tschüss, Tropius. Endlich ist das Drecksviech weg. Gut. Als nächstes wäre dann mein Nachthara dran. Ach, du hast nur zwei Pokémon. Na, sowas aber auch. Und tschüss. Nein, du hattest drei Pokémon. Sorry, du hattest dein Sengo. Sorry. Okay, dann bin ich mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Du bist wirklich gut, besser als ich dachte. Ich bin gespannt. Duell 2. Ah, das ist eine Bodybuilderin, wie ich das hier so sehen kann. Also wieder kein Krypto-Vorstand. Sehr schön. Du bist ganz schön... Was? Du hast ganz schön Mut, so weit unter die Erde zu kommen. Ich bin ehrlich gesagt zufälligerweise hier. Ich wollte eigentlich geradeaus. Aber ich habe dann die Utes bekommen und bin nach unten. Also ich bin hier relativ zufällig. Ein Tornupto. Tornupto hat relativ beschissene Verteidigung. Ich glaube, seine Spezialverteidigung lässt auch zu wünschen übrig. Ausdauer, das kannst du machen. Das darfst du machen. Ach so, ich hätte dich ohne Ausdauer besiegt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Erdbeben. Scheiße, wenn du Erdbeben kannst. Vor allem, weil du deinen Mund hier nicht töten kannst dadurch. So, und tschüss. Oh. Macht weniger Schaden, als ich dachte. Dann, Nachthara, mach du mal Biss auf Mund hier. Und Psyana, Psychokinese. Und tschüss, Tornupto. Wunderbar. Ein Hariyama. Oh Gott, das wird leicht. Aua! Ich hab nicht gewusst, dass du schneller bist als mein Nachthara. Und mein Tee schmeckt einfach nur noch köstlich. So, bei dir machen wir Rückkehr, aber eine Psychokinese reicht trotzdem in der Regel aus, um dich mal kurz auszuschalten. So. Ich glaube, jetzt kommt der dritte Gegner, oder kann das sein? Du müsstest doch jetzt, glaube ich, Nummer 2 gewesen sein. Soll heißen, Dominator, ja, das passt zu dir. Soll heißen, jetzt müsste das Halbfinale kommen, nach Adam Riese. Ja, Halbfinale. Gegen? Ich kann es noch nicht erkennen. Ist es Kulpa? Ich kann es jetzt gerade nicht so richtig... Nein, es ist ein Elektriker. Ja. Du bist doch bestimmt mit dem UFO gekommen, oder? Ich habe mir selbst einen Tunnel gegraben. Ach, du bist ja gar kein Elektriker, du bist ein Arbeiter.
Girafarig, ja, das wird einfach. Und Ledian, das wird auch einfach. Das wird easy peasy. Okay. Mein liebes Nachtara, mach mal einen Biss auf Girafarig und Psyan eine Psychokinese auf Ledian. Und bei mir geht gerade die Sonne auf. Ja, wunderbar. Hier kommt gerade ein Lichtstrahl rein, das ist abartig. Und nein, es ist nicht früher Morgen, es ist Mittag. Und jetzt kommt gerade ein extremer Lichthauch so bei mir rein. So. Übelster Lichthauch gerade. Wie sieht's eigentlich gerade aus? Oh, Psyan, du hast ein paar KP verloren. Biss, überlebt das Girafarig? Ich glaube nicht. No, es hat überlebt, ne? Sowas aber auch. So. Während die angreifen, bewundere ich mal wieder hier das Licht, das hier gerade so übelst in mein Wohnzimmer reinkommt. Na, ich hoffe, dass in meinem Schlafzimmer jetzt auch so viel Licht ist. Oh, jetzt geht das Licht wieder weg. Oh, jetzt kommt wieder eine Wolke. Na, sowas aber. Rein Hunduster! Na, das ist doch easy peasy. Jetzt wollte ich es mir aber zu einfach machen. Ich weiß, ja, Unlicht und so ist blöd jetzt vom Typ her. Aber Hunduster hat keine Verteidigung, ganz ehrlich. Das Viech hat keine Verteidigung. Wunderbar, ein Level-Up für Nachtara. Und du hast noch ein Dodri. So, ich möchte aber trotzdem zuerst das Hunduster besiegen. Einfach aus dem Grund, Hunduster hat, was ich weiß, einen beschissen hohen Spezialangriff. Und auf den habe ich... Oh, okay. Eine einfache Rückkehr reicht aus. Gut. Soll mir recht sein. Aber Hunduster hat, wie gesagt, einen beschissen hohen Spezialangriff. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Gut. Ja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Da beide Pokémon schneller sind als Dodri. Oh. Dodri ist schneller als mein Nachtara. What the fuck. Füg nicht so viel Schaden zu. Ja, das war ganz okay. So. Aber eine Psychokinese dürfte trotzdem den ganzen Spuk hier mal ein Ende setzen. Wunderbar. Gut gemacht, Sianna. So, dann dürfte jetzt das Finale kommen und ich nehme mal an, dass jetzt die Queen kommt und er wird wohl das Krypto-Potrot haben. Ganz so lustig wird das aber nicht sein, das zu fangen, das hat Level 45 immerhin. Und ist es die Queen, das sollte man sofort erkennen? Ja, es ist die Queen. Das erkennt man sofort an der Mega-Frisur. Hi, die Queen, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. So trifft man sich wieder und heute tanze ich irgendwie, du warst so schnell weg. Und ich liebe seine Musik, ich muss unbedingt mein Headset lauter machen. Gott, ich liebe diese Musik. Gott, ich liebe diese Musik einfach nur noch. So, wir kümmern uns allerdings nach und nach um seine Pokémon. Denn sonst könnte er ziemlich gefährlich werden. Deswegen kümmere ich mich Pokémon um Pokémon bei ihm. Das war mir klar, dass du das überlebst. Aber jetzt kommt noch ein Biss hinterher. Oh, es hat er auch überlebt. Aber noch ein Biss überlebst du nicht. So, Top-Genesung, du Arschloch. Du hast eine Top-Genesung, das finde ich nicht so toll von dir. So, die Problematik wird sein, dass Kravums wahrscheinlich Erdbeben kann. Und Kapaloris setzt wahrscheinlich Regentanz ein. Spukball? Nein, hör auf damit. Das ist nicht nett von dir. So, geh kaputt. Ich will nicht, dass du Spukball einsetzt. Okay, das erste wäre besiegt. Was hast du als nächstes? Noch ein Kapaloris. Oh Gott. Was frage ich eigentlich?
Was frage ich eigentlich? Es war doch klar, dass du noch einen Kapaloris hast. Er schreckt zurück, sehr schön. So, du kümmerst dich weiter um das und Tiana, du machst das Kapaloris hier mal ein bisschen kaputt. Schöner Schaden. Die Spezialverteidigung sinkt, das finde ich sehr gut. Nachtara, lass es vielleicht nochmal zurückschrecken. Nein, oh, scheiße, Regentanz. Darf ich raten? Regengenuss und... Nein, anscheinend keiner Regengenuss, oder was? Doch, Regengenuss, war ja klar. So, da ist das andere Regentempo. Oh ja. Oh, scheiße, jetzt kommt er... Ja, geht daneben, wunderbar. Das eine hat Regentempo, das gefällt mir nicht so. Ich hoffe mal, das wird jetzt das noch besiegt. Durch den Biss. Noch ein Kapaloris. So. Hoffentlich wirst du besiegt. Jawohl, wunderbar. Denn du warst ja schneller als ich. Und wenn du noch meine Hydropumpe gemacht hättest, dann hätte die eventuell getroffen. Und das wäre dann ordentlich Schaden gewesen. Und du hast ein Amaldo. Du hast anscheinend nicht das Potrot, oder was? Hm. Okay. So, Amaldo dürfte... Oh Gott, geh daneben, geh daneben. Oh, scheiße. Das würde Schaden machen. Tschüss, Psyana. Das war zu erwarten. Ja, Hydropumpe bekommt er auch noch Step und dann noch der Regentanz. Oh Gott, das ist natürlich Schaden. Metagross, komm mal her. So, Nachtara, mach mal einen Biss. Ja, okay. Gut, dann machst du mal wieder weiter mit Biss und Metagross. Du machst mal bitte einen Sternenhieb auf Amaldo. Oh Gott, das wird schon wieder Schaden machen. Oh, danke, geht daneben. Das Viech regt mich mit Hydropumpe extrem auf. So, triff bitte. Wunderbar. Ja, so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir Schaden vor. Okay. Nur noch sein Kapaloris. Das dürfte doch jetzt auch kein Problem mehr sein. So, vor allem wenn ich Hyperstrahl mache. Wunderbar, es geht wieder daneben. Jetzt kommt hier mal ein Biss dazu. So, das dürfte Hyperstrahl locker abziehen. So, und tschüss, Kapaloris. Wunderbar. So setzt man den Hyperstrahl intelligent ein, denn nun muss sich Metagross logischerweise nicht ausruhen, denn die Queen ist besiegt. Ja, du bist schon wieder aus dem Takt. Ist haarsträubend, ich weiß. Suboptimal, dass es hier jetzt gerade kein Potrot gab. 20.000! Boah! Okay. Ich glaube, ich kämpfe hier öfter. Ich glaube, ich kämpfe hier öfter. Verhöhner. Hm. Und eine Mail bekommen. Ich glaube, ja, hier kämpfe ich definitiv öfter. Also 20.000. Wow. Ja, hallo, Willi. So, Mails an Spike. Ich bin Spike. Hast du schon in Kolosseum Tartarus gekämpft? Ja, gerade eben. Dort soll ein unglaublicher Trainer antreten, der sich König Tartarus nennt. Ich frage mich, was für Pokémon dieser Trainer hat. Aha. Na, da kämpfen wir doch dann gleich nochmal gerne. Aber vorher möchte ich mal die Zahnprothese hier abgeben. Denn vielleicht bekomme ich ja irgendwas Geiles. Und ich denke, wir dürften alle wissen, wer die Zahnprothese bekommt. So. Wir setzen hier mal die V-Disk ein.
Mir fehlt